Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. Oh yeah, Folge 11. Wuhu. Folge 11. Wir sind mittlerweile schon in der zweiten zweistelligen Folge. Und was haben wir denn beim letzten Mal so alles Schönes getan? Wir haben eine Folge meine Cutscene sozusagen erstellt, ja. Weil wir mussten einen Widerstand von den Sklaven oder ehemaligen Sklaven besser gesagt niederschlagen. Also ja, niederschlagen einfach. Es ist nicht niederschlagen, es war eigentlich ein bisschen behindern, einfach so ein bisschen zeigen, wer hier eigentlich der Boss ist, oder? So genau. In diesem Stall. So. Und das haben wir sonst noch gemacht? Ja, das war's eigentlich. Das war's. Aber eigentlich um das jetzt abzuschließen, müssen wir noch einen Dialog, beziehungsweise muss Dragomir noch einen Dialog führen, den wir hoffentlich diesmal miterleben können. Ja, hoffen wir es. Ah, ihr seid wieder da. Das lässt mich vermuten, dass heute viele Sklavenanführer gestorben sind. Seid ihr überrascht, Imperiale? Oh, ich wollte nicht an euch zweifeln. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Ihr wart eine große Hilfe, Commander. Danke. Es freut mich, das zu hören. Ich werde Lord Barras informieren, dass die Lage unter Kontrolle ist. Okay, er hat uns einfach berühmt, ja, das haben wir gut gemacht, gut, wir können zu Lord Barras. Standard. So, Standard, ja. So, was steht als nächstes an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Tod den Giganten, ne? Was ist das denn für eine Mission? Das ist meine Mission. Ja, das wäre deine Mission. Weil okay, da müssen wir zu Darth Scutias Gemächer. Und die sind... Wahrscheinlich wo? Im Allerheiligsten. In den Gemächern des Sith Allerheiligsten. Wow. Das ist gut. Das war auch extrem schwierig zu erraten. Hey, man weiß nie, wo man hin muss. Die Pfeile zeigen es einem ja nicht an. Oder größtenteils nicht. Ja, stimmt. Das sind etwa Troll-Pfeile. Mal richtig, mal nicht. Genau. So, wollen wir mal. Wir müssen über die Brücke in... Oder ist das eine Brücke? Ja, ne? Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall in das Allerheiligste. Weil es ist ja unser Allerheiligstes. Entschuldigung. Und dann müssen wir... Oh, direkt hier rechts. Cool. Was? Geht ja viel zu direkt. Kein rechts, viel zu kurz, rechts, ne? Links. Ja, das ist für Lord Sash ungewohnt. Ja, so. Na dann. Hi. Gut. Gar nichts. Was verleiht diesem Sklaven die Kühnheit, meine Gemächer zu betreten? Sagt mir, Sklave, seid ihr nur verrückt oder wollt ihr sterben? Also ich bin auf jeden Fall verrückt. Wenn ihr das schon für verrückt haltet, solltet ihr meine andere Seite kennenlernen. Ha! Skisk! Ja, das los ist. Töte ihn! Gehorche mir. Ich bin jetzt dein Meister. Wirklich klug. Sesh war sicher die ganze Nacht auf, um sich das auszudenken. Ihr werdet meine Leibwächter nun sicher wegschicken. Oder vielleicht sollen sie mich sogar töten. Die dürfen gehen. Ich brauche euch nicht. Nehmt euer Relikt und verschwindet. Das war unnötig. Die Leibwächter waren keine Gegner. Zeigt, was ihr könnt.
Aber ihr habt meine Autorität untergraben und mir meine Sklaven genommen. Das macht mich wütend. Euch zu töten wäre ein zu kurzes Vergnügen. Nein, ich werde euch erst leiden lassen. Okay. Dann lassen wir ihn mal leiden, würde ich sagen. Gleich mit gleichem Vergelt. Ja. Auf jeden Fall hauen wir ihm ordentlich Damage rein. Das ist tendenziell schon mal ganz gut. Jo, der geht ziemlich schnell runter und... Gut, er wird natürlich auch ziemlich dafür, dass er 9000 Lebenspunkte hat, ja, wirklich ziemlich schnell zu Neige. Ja. Du machst das schon, ne? Ich greife mal ein bisschen von der Ferne an. Nächstes Jahr. Ah ja. Hallo. Wie kann das sein? Wie habt ihr... Sesh! Sesh! Ihr habt mich besiegt! Das war nicht Sesh, nö. Das war nicht Sesh, das war allein ich. Dummkopf. Ihr habt keine Ahnung, wozu Sesh fähig ist. Seht ihr nicht, wie viele Jahre sie meinen Tod schon geplant haben muss? Sie wird euch töten, so wie sie mich getötet hat. Nö. Lassen wir nicht zu. Ich bin auf diesen Tag vorbereitet. Okay. Und er ist verschwunden. Nee, bei mir liegt er hier. Hier, ich trete gerade auf ihm. Ich spring mal ein paar Mal auf ihm rum. Bei mir nicht, bei mir ist einfach nix. Auch nicht schlecht. Ich muss mal gerade kurz was nachschauen in den Einstellungen. Weil irgendwie wurde mir gerade nicht angezeigt, Dialogausrichtungsgewinn war bei mir irgendwie draußen. Weil dem einen Mal wusste ich nämlich gar nicht, das ist eine positive Option. Ich habe sie einfach gezogen. Okay. Ja. Haben wir, weiß ich Bescheid. So, wir können. Können das wir. War's. Wir müssen jetzt zur Nexus-Raum-Kantina, wenn wir in meiner Mission weitergehen wollen. Ja. Noch ein Stück können wir machen, denke ich. Noch ein Stück. Noch ein Stückchen. Dann machen wir es doch noch ein Stückchen. Und begeben uns hier raus erstmal. Wohin ist natürlich mal wieder offen, weil diese Karte mir das nicht anzeigen möchte. Wahrscheinlich nach wahrscheinlich zum Tele. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich aber erstmal zum diesem, was ist das? Nicht Teleporter, sondern Transportdings, genau. Schnellreiseterminal. Also so, Cast City Innenstadt müssen wir. Wie lautet der Bestimmungsort? Direkt darunter. In den Stadt. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Und übrigens, Car City ist auch ja die Hauptstadt des Sith-Imperiums, ne? Und wurde 1000 Jahre vor dieser Zeit, wo wir jetzt aktuell drin stecken, gegründet. Und zwar nach dem großen Hyperraumkrieg. Ah, guck mal, da hat sich jemand informiert. Jo, ich habe mir da kurz mal ein bisschen was angeschaut zu Car City. Ich merke schon. Eigentlich, weil Car City ist eigentlich, wie soll ich sagen? Ja eben, nee, ich meine, den Hyperraumkrieg ist ja, wird manchmal auch ein bisschen angestreift. Ja, immer mal wieder ein bisschen, aber man lernt darüber nicht ganz so viel. So, dann müssen wir jetzt hier durch? Ja, da durch. Und trotz allem übrigens, das kommt mir noch gerade so in den Sinn, weil ich spreche das halt, also ich habe das so frei Kopf momentan, ne? Also ist ein größerer Teil ist einfach ziemlich Chaos in Car City, da es viele Sklavenaufstände und sozusagen Konflikte unter den Lords gibt. Okay. Weil die Lords ja auch dafür bekannt sind, dass sie eben solche Streitigkeiten austragen. Nein. Das ist ein Fahrspruch. Ach so. Und daher kommt es öfters zu Chaos. Ah. Und ist auch, hier ist auch der Rat der Sith. Ja, das hätte man sich denken können, wenn hier das Allerheiligste der Sith ist. Und die Hauptstadt, ne, so. Ja. In dem, ja. Wo müssen wir lang? Wahrscheinlich links, absolut richtig.
Wow, okay. Wow. Als mir zu Ohren kam, dass sie sich mit einem Mandalorianer eingelassen hatte, war ich schockiert. Einfach schockiert. Ein Mandalorianer? Ist reines Sith-Blut heutzutage niemandem mehr heilig? Ich weiß, ich weiß. Wie seht ihr das, Sash? Iblises Amins Weihais Fools. Gawendida Sieg from Tauhans. Entschuldigt mich, ich muss mich kurz unterhalten. Wenn es sein muss. Wo war ich stehen geblieben? Dem Imperator sei Dank, dass du eingetroffen bist. Diese Feiern sind einfach unerträglich, ganz gleich wie viel man trinkt. Du hast hoffentlich gute Nachrichten. Ich habe als Dialogpunkt, nennt mich Darth Killer. Ich zieh den, komm. Ich habe die Maschine demontiert. Dann ist er also tot. Hervorragend. Du hast dich hervorragend geschlagen. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Lord Sash! Darth Tanaton, welche Ehre. Auch wieder schön, hey Mr. Wichtig. Nein, ich frag mal ganz brav, ob ich gehen soll. Lasst euch nicht von mir stören. Bleib, wo du bist. Dieses Gespräch wird nicht lange dauern und ich habe noch ein paar Anweisungen für dich. Was verschafft mir die Ehre, mein Lord? Ihr habt Nerven, Sash, und Mut. Aber ich dachte, ihr werdet klüger. Bei allem Respekt, Darth Tanaton. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Spielt nicht die Unwissende, Sash. Skotia ist tot und ihr habt ihn getötet. Skotia? Tot? Ich höre zum ersten Mal davon. Wann ist das passiert? Gerade eben, Sash, und ihr wisst es. Wonach strebt ihr? Seine Position, sein Titel, so läuft das nicht. Wo bleibt eure Diskretion? Diskretion? Ich bin schon seit einer Ewigkeit auf dieser Feier. Vielleicht habe ich schon etwas zu viel getrunken, aber ich habe sicher niemanden umgebracht. Obwohl ich schon immer auf Skotias Gemächer neidisch war. So viel mehr Regale. Sash, ich will so ein Gespräch nicht über Holo führen. Kommt sofort in meine Gemächer. Ja, Darth Tanaton. Es ist mir eine Ehre. Bitte was zur Hölle? Was war denn das? Gib mir Zeit für ein Gespräch mit Tanaton und triff mich dann in Darth Skotias Gemächern. Und keine Sorge, du hast deinen Teil erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe. Wir haben es geschafft. Okay, da spielt jemand ein Spiel mit gezinkten Karten, ne? Nein. Gottes Willen. Aber wir haben es geschafft. Was haben wir denn geschafft überhaupt? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben es einfach geschafft. Okay, wenn wir es geschafft haben, dann könnte ich ja jetzt hier und dann Spiel beenden, ne? Ja, genau, Spiel beenden, reicht eigentlich. Ja. Ich würde sagen, wir gehen doch wieder zum Darth Barriss in diesem Fall, ne? Ja. Und können direkt nach Stellweise. Wie gesagt, wir sollten uns ja schnellstmöglich mit ihr wieder treffen. Genau. Heißt, wir haben Zeit. So, wo musst du dafür überhaupt hin? Zu den Gemächer. Weil meistens trifft man die Lords dort oder die Darths. Ach so, ja, jetzt weiß ich auch, warum. Ich habe gerade gedacht, wir wären noch da, deswegen habe ich mich gewundert, warum du eine Schnellreise benutzt hast. Ah, nee. Nee, wir waren ja in der Reisen. Bar. Ich habe es vergessen, tut mir leid. Schon okay. Ladebildschirm, okay. So, Gott sei Dank müssen wir da nicht so links, rechts, links, rechts, links, rechts, ne? Ja, das stimmt wohl. Es ist relativ direkt. Relativ. So direkt, wie es halt eben geht. Und dann, ja, renn schon mal vor, ich renne dir quasi. Ja, ich habe noch eine Fähigkeit zu erlernen. Ach so, siehst du mal. Ich Helden, Moment. Zumindest nicht hier. Zeigt keine Gnade. So, dann... Ab zu Darth Barriss. Oh, da ist jemand auf den Stuhl geschnallt. Es ist mir egal, was ihr mit mir tut. Brecht meine Knochen, verbrennt mein Fleisch. Ich sage euch gar nichts. Du wirst dich nicht widersetzen. Ein
Verrecke, Monster! Ich wusste nicht, dass Körper so verbogen werden können. Ich glaube, mir wird schlecht. Entleere deinen Magen ja nicht über meinen Stiefel. Ah, mein Schüler, du bist zurückgekehrt. Commander Pritch hat bestätigt, dass die Sklaven zum Schweigen gebracht wurden. Gut. Ich versuche noch immer, etwas aus diesem Agenten herauszuholen. Er ist widerspenstiger, als ich dachte. Ich bin bereit zu helfen. Es benötigt nur etwas Zeit. Lass mich nur in Ruhe arbeiten. Ich habe eine weitere wichtige Mission für dich. Es geht um den abtrünnigen Sith Lord Gratan. Er ist mir ein besonders lästiger Dorn im Auge. Triff dich mit meinem Schüler Drikil Ball. Er ist mein verdeckter Agent in Gratans Anlage. Ball behauptet, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Ich dachte, ich wäre vielleicht euer einziger Schüler. Dann ist Ball mein Rivale. Versuch ihn lange genug zu tolerieren, um die Einzelheiten zu erfahren und deine Arbeit dort zu beenden. Gratans Anwesenheit ist nützlich für mich. Er soll also nicht getötet werden, nur verkrüppelt. Finde heraus, was Ball entdeckt hat und tu genau, was er dir sagt. Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich frage mal ein bisschen nach. Steht euer anderer Schüler über mir in der Rangordnung? Ich bin mir sicher, er sieht sich als besser an. Doch er ist lediglich länger hier. Nun denn, republikanischer Jämmerling, wo waren wir? Ach ja. Sag mir, was ich wissen möchte! Interessant. Sehr interessant. Vor allem, ich wollte gerade sagen, vor allem den schwarzen Bildschirm, den ich gerade habe, finde ich sehr interessant. Das heißt, hatten sie einen schwarzen Bildschirm? Ja, so ein paar Sekunden war mein Bild einfach komplett schwarz. Okay. Gibt's hier öfters. Ja, das passiert schon mal zwischendurch. So. Ja. Wir müssen, raus. Raus, ja, irgendwie raus. Müssen wir wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, wir müssen raus. Und übrigens, wir haben uns noch ein bisschen clever gemacht, ja, so schlau gemacht über die Grafikbugs. Manche sind gewollt. Ja, ich meine, wenn es schon eine Option gibt, diverse Berechnungen in Cutscenes auszuschalten, das sagt alles. Ja, eben, es gibt zum Beispiel das mit dem Lichtschwert von Venrim. Wurde mal gepatcht, aber dann hat die Community gesagt, der war so lange drin, das ist doch fast standardmäßig schon so. Und dann wurde er wieder rein gepatcht. Gute Frage. Wir müssen nach... Was ist da hier in der Nähe? Lord Granthans Anwesen? Wir sind startklar. Ich sehe, für mich ist gerade nicht ersichtlich. Die Mauergleiter. Die Mauergleiter. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Dann fliegen wir mal zu die Mauergleiter. Die Namen sind immer auch so ein bisschen speziell, finde ich. Nein. Das war nicht speziell oder so, um Gottes Willen. Hallo? Das ist alles nicht speziell. So, ich versuche gerade noch mal ein bisschen zu spicken und noch was Interessantes rauszulesen. Genau, das ist ja 3000 Jahre vor dem Aufstieg Darth Vaders ist, wissen wir ja Bescheid. Genau, ja. Das hatten wir ja schon in Folge 8 kurz angeschnitten. Genau, und in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, da gab es quasi sowohl die Republik als auch ein Sith-Imperium. Und ja, wie man sich gut vorstellen kann, das geht so zusammen nicht ganz so gut.
Und ich glaube, da braucht man auch keinen Spoiler-Alarm rauszuhauen, dass die, dass das Imperium nicht lange durchhält, ist, glaube ich, logisch. Weil. Nee, was jetzt? Weil wir ja in Episode 1 eine wunderschöne Republik auffinden. Ja, ein großes, also auf jeden Fall eine starke Republik. Ja, genau. Und man kann es auch ungefähr abschätzen, wie lange das gedauert hat mit dem Imperium, weil. Das lese ich gerade nicht ab, aber ich überlege gerade mal. In Episode 1 sagt doch irgendwie Yoda oder sonst irgendjemand, die Sith sind doch schon seit über 1000 Jahren ausgestorben. Und da wir jetzt ja hier ungefähr 3000 vor Episode 4 sind, dann hattest du ungefähr noch 2000 Jahre vorbehalten. So roundabout. So circa. So reine Spekulation meinerseits, ohne irgendwelche Quellen angeben zu können. Oh nee. Das sind Gegner? Ja, das sind Gegner. Hab ich gerade auch gedacht. Ja, wir sind ja auf dem Weg zum Anwesen. Aber trotzdem. Was übrigens auch ein witziger Fun-Fact ist zu Part 1 von Star Wars, also dem Film. Da ist ja Darth Maul, also ja, den kennt man ja, ne? So von der Endscene. Und der hat insgesamt, glaube ich, irgendwas mit ein paar Sätzen, auf jeden Fall nicht viel hat der sagen müssen, wenn dir das so überlegst, stimmt eigentlich, der hat nie groß was gesagt und der Schauspieler durfte sie nicht mal selber einsprechen, der wurde synchronisiert. Ja, seine Stimme war einfach nicht episch genug, aber er sah gut aus. Ja. Mach Blitz, boom. So. Blub. Ach, hier habe ich noch was vergessen. Money! Money, 21 Money, Money. Money. 11 Money. Ja, Money ist die neue Währung hier. Das sind hier keine Credits mehr, das ist jetzt Money. Money. 3 Money. So wie vom Film Ice Age, schnelle Money. Ja, genau. Warum hast du schon wieder ein Level up? Ja. Ist unglaublich, ne? Echt krass. Also ist nicht so, dass ich kurz davor wäre, aber. Na komm, dann nehmen wir auch gleich. Schaden kann sein. Hast du eigentlich eine Bonusmission? Nee. Noch okay. Wirklich nicht. Verwunderlich. Das ist ja mal eine Anlage. Boah. Mein Hals mag mich heute irgendwie nicht so ganz. Nicht, dass du. Ich muss mir auch immer so ein bisschen das Husten unterdrücken. Aber das kommt schon. Eventuell sollte ich jetzt nochmal kurz ein Kaugummi oder sowas nehmen, zu mir nehmen. Um meinen Hals ein bisschen konstanter mit Wasser versorgen zu können. Clever. Das Problem ist nur, die nächsten Kaugummis, die ich habe, liegen im Auto. Und da müsste ich hinlaufen. Gegen die also überlege ich mir noch zweimal. Kommt dir die Gegend hier bekannt vor? Nein, das ist ganz unbekannt hier. Oh, Level up. Zufall. Auf einmal blinkt hier alles rot. Kreditos. Ich weiß nicht, hatten wir das schon mal erwähnt, wenn wir jetzt Sachen looten zum Beispiel, dass das zwischen uns beiden gebalanced wird? Nein. Okay, genau, ich hab jetzt gerade, hatte ja gesehen, als ich aufgenommen habe, hätte ich 24 Credits bekommen sollen und hier oben steht, du erhältst 12 Credits. Das heißt, diese 24, die wir bekommen haben, wurden gerecht auf uns beide aufgeteilt. Jo, und manche Loots können da andere nicht aufnehmen. Oh, ja. Hoppla. Ihr müsst der Agent sein, den Lord Varras schickt. Ich dachte, es käme ein leiser Attentäter, nicht so ein wildes Ungetüm. Warte kurz, wir probieren was aus. Warte kurz. Ich sehe wieder nur schwebende Waffen. Warte kurz, wir probieren mal kurz was aus. Vielleicht wird es funktionieren und vielleicht nicht.
Ja, machen wir mal so. Gut. What the... Wir haben kurz mal das Gespräch abgebrochen. Komm mal kurz raus. Kannst du kurz raus? Ja. Das ist... Ich wollte eigentlich so ein bisschen hin und her, aber es ist so... Oh. Gefährten fortschicken, ne? Ja, wir eben, das wollte ich, genau, das wollte ich ausprobieren. Weil man hat ja in der Szene Wett gesehen, so wie ich das in der... So, wir sehen uns. Sie ist fort. Mal gucken, wenn du sie eh brauchst, dann kommt sie ja eh gleich wieder, weil sie irgendwie eine Rolle in der Cutscene spielt. Nee, ich denke wahrscheinlich, du wirst dann die Rolle übernehmen, das ist meine Vermutung, aber es ist wirklich nur eine Vermutung. Ja, dann Anlauf 2, hoffentlich diesmal mit Charakter. Ja. Sie ist wieder da. Die Watching? Ich glaube, du hast die Cutscene gerade abgewürgt. Nee, ich kann ja da dort mit denen reden. Bis bald. Also jetzt konnte ich sie wieder fortschicken. Komm. Aber okay. Sehen, sie war wieder da. Ihr müsst der Agent sein, den Lord Barras schickt. Ich dachte, es käme ein leiser Attentäter, nicht so ein wildes Ungetüm. Passt auf, wen ihr hier wild nennt. Ihr redet hier nicht mit einem von Barras imperialen Handlangern. Ich werde Lord Barras noch lange dienen, nachdem er euer überdrüssig geworden ist. Das glaube ich kaum. Wir haben etwas zu erledigen. Der ganze Komplex ist in Aufruhr. Unseren Streit sollten wir also aufheben. Hört zu. Lord Gratan ist ein abtrünniger Sith, der dem Rat der Sith offen trotzt. Solange er sich hier verschanzt, ist er unantastbar. Lord Barras will, dass Gratan erkennt, dass er doch nicht unantastbar ist. Ich habe mich ein Jahr lang verstellt und so endlich den Weg gefunden. Lord Gratan hat einen Sohn. Ich bin gespannt, worauf ihr hinaus wollt. Ich sollte Gratans Schwachpunkt finden. Er hielt die Existenz seines Sohnes geheim, um ihn vor seinen Feinden zu beschützen. Gratan wäre verzweifelt, wenn sein einziges Kind und sein Erbe sterben würde. Es wäre eine Botschaft. Würde der Tod seines Sohnes Gratan nicht noch wütender machen? Lord Barras will Gratan verunsichern, damit er einen Fehler macht. Gratans Junge ist fast 20 und die Macht ist stark in ihm. Die Wege der Sith wurden ihm in die Wiege gelegt. Ihr werdet es nicht leicht haben. Meine Hände werden von seinem Blut befleckt sein. Was für eine vulgäre Person ihr doch seid. Gratan ist geschäftlich unterwegs. Ich habe einen Datenstift gehackt, sodass ihr in seine Privatgemächer könnt. Doch zuerst müsst ihr Gratans Überwachungsstationen ausschalten, damit man euch nicht sieht. Was kümmert es mich, wenn ich gesehen werde? Das Überwachungssystem ist zugleich ein fortschrittliches Verteidigungsnetzwerk. Wenn ihr es nicht zerstört, bevor ihr in die Privatgemächer vordringt, werdet ihr es nie schaffen. Ihr müsst die Überwachungsstationen der Anlage finden und nun euer Lichtschwert hineinstecken. Denkt ihr, dass ihr das hinbekommen werdet? Mehr muss ich nicht wissen? Das ist alles. Zerstört die Überwachungsstation und verschafft euch mit der Passierkarte Zugang zu Gratans Gemächern. Der Junge heißt Beelzlit. Findet ihn und macht kurzen Prozess mit ihm. Dann kommt hierher. Versucht es nicht zu vermasseln. Joa. Aber ich würde sagen, wir werden sehen, ob wir es beim nächsten Mal vermasseln. Ja, das werden wir dann in der nächsten Episode sehen. Genau, richtig. So, jetzt kommt natürlich wieder unser Standardtext. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr zum Beispiel Vorschläge habt, was wir noch während unserer langen Wege diskutieren können. Und natürlich zum 11. Mal schaut doch mal beim anderen vorbei, denn man sieht immer wieder was anderes und tut immer wieder was anderes. Link ist und zum anderen Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Genau, ja, und das war's dann für heute. Ich hoffe wieder, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.